That's an ace stud. Von Dick Sega. André, was machst du da? Suchst du Pilze oder was? Wünsche, der macht da noch mit, der schanzt da noch drüber, ich schanze da definitiv nicht drüber. Bei Büttner, aber da siehst du das. Ja, der hat der Motor, der ist auch ja, darauf abgestimmt, genau. Da kommt von unten richtig was, der hat nicht mal eine Schaufel drauf. Das hörst du richtig. Der hat nicht mal eine Schaufel drauf. Ich glaube, bei mir ist sogar die Kupplung. Gleiche gilt übrigens auch hier für die SX2-Piloten für Oliver Jack Czeponek. Ah, der bleibt dran. Jetzt hier Abwehr. Kommt sich ein bisschen besser raus und holt sich das Ding auf. Hast du gesehen, Hannes hat ein Gesetz, war ein Dreier. Ja, ganz schön. Ich musste auch. Du musst mal kappern, Mann, du hast bestimmt rote Haare. Tatsache. Ich
Vinzenz Galwitz mit der Startnummer 227. Dann im Finale gegen Nico Koch in der LX2. Und wir kommen aber auch direkt dann nochmal. Feuer frei! Wer macht das Ding? Letztes Jahr und dieses Jahr, ja? Letztes Jahr nur zum Feiern. Nico, wie war es für dich? Ja, also dieses Jahr war echt geil. Ich habe mir riesen Spaß gemacht.
erstmal noch Respekt an Vinny, dass er jetzt über den Dreier gesetzt hat. SX1-Finale, Rob Humboldt in Marshall. Eggy, was kaputt hier? Kupplung. Die Kupplung? So ein Pech. Platz 2 hier im Bus. Ich möchte euch hören für die beiden Buster Gebka. Aber ey! Aber KDM steht dir nicht, sieht besser aus. Die ging doch viel besser, das wäre doch ehrlich. Feuer frei! Frei den gleich auch beim Start, Dragon Ball. Ich hoffe, das hat was in der Woche. Mit dem Feuer auf die Sonne, jetzt aber. Also, gefällt mir nicht. Aber pass auf, Stefan. Das hier wird geil. Da steht das Ding. Endlich mal was gewonnen. Ja. Da unten, da unten. Mal zum Sieger. Ja, Leute. Ja, das weiß ich, wie die letzte Sieger ihr habt. Und dann kommt der weiße letzte Sieger hier. Also, wir suchen das Siegerpodest. Hier schauen wir uns den Geilwitz. Vielen Dank. Danke.